So, und da sind wir auch wieder bei einer weiteren Folge von Just Cause 3. Wir haben ein bisschen ja Autos gesammelt in der letzten Folge, aber wir werden heute mal was anderes machen. Aber ich finde, das Autosammeln, das müssen wir echt erstmal machen, weil sonst, ja, sonst kriegen wir die ganze Zeit nur Autos angezeigt. Wir gehen jetzt Fragezeichen abklappern, Missionen machen und so, was man halt so machen muss, um das befreite Gebiet besser zu kennen, was ich extra sehr schön finde. Und ich erzähle auch schon, was wir zu machen haben. Also ich traue mir ehrlich gesagt das mit dem Fliegen nicht zu. Also das ist. Ja, ich kann es ja mal nochmal versuchen, aber versprechen kann ich wirklich nichts. Es ist. Also Flugzeugfliegen geht gar nicht. Helikopterfliegen ja, aber Flugzeug. Naja. Aber ich meine. Es geht hier halt Richtung Geschwindigkeit. Das kriegst du im Helikopter halt nicht hin. Weil ich kann nicht einen Helikopter auswählen. Kann ich halt, ne? Ah, ich mach's jetzt mal so, wenn das echt nichts wird, dann nehmen wir mal einen Helikopter zum Test. Ich weiß gar nicht, ob ich die Steuerung noch drauf habe. Das wird lustig. Also, das war Beschleunigung. Absinken. Hoch. Weiter links. Absinken, 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 absinken. Aber ja, okay, das war's. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Was ist der nächste? Was da? Oh Mann. Tschüss. Warte. Aber ich erwarte gar nicht, dass ich da viele Sterne, Zahnräder hole. Bisschen ausgleichend. Bezählt. Oh Mann. Hast 22 insgesamt? Na super. Oh nein, da drüben ist eine Brücke im Weg. Hochziehen, hochziehen, links drehen, links drehen, links drehen. Hochziehen. Das war ein Baum. Okay, also es war nicht so unbedingt meins. Ich versuch's jetzt mit dem Helikopter. Na, schauen wir einfach mal. Das ist jetzt der Kampfheli, aber den werden wir eh noch öfters brauchen. Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir den mal ein bisschen testen. Kampfhelikopter mit Maschinengewehr. Da fliegen wir bestimmt schneller. Wobei ich glaube, mit einem anderen normalen Helikopter wären wir schneller als mit dem Kampfheli. Aber hey, was soll der Geiz? Wir können ihn auswählen. Machen wir das auch. Vor allem mal der Nitro-Schub. Helikopter fliegen ist definitiv einfacher hier. Definitiv. Also das Spiel ist nicht für Helikopterfliegen geeignet. Flugzeugfliegen. Dafür ist wahrscheinlich dein Controller besser. Ja, aber das Flugzeug ist um Meilen schneller als der Heli. 15. Hochziehen. Turbo. Am Helikopter ist es halt um einiges einfacher. Ich hoffe einfach, dass wir niemals gezwungen sein müssen, ein Flugzeug zu fliegen. Also wenn wir einen Kampfjet haben, dann übe ich es, glaube ich. Aber ohne einen Kampfjet. Wobei ich es wahrscheinlich eher mit einem langsamen Flugzeug üben sollte. Als mit einem Kampfjet, weil der ist wahrscheinlich so ziemlich schnellste, dass du halt fliegen kannst.
jetzt ein bisschen hochziehen. Alter, das ist aber echt mies. Das würde ich nur in den Turbo Boost machen, ne? Ja. Also ich hätte den schnelleren Heli verwenden müssen. Bevor wir mal hier einstellen kriegen. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Brauchen wir noch mitnehmen. Tschüss! Oh nein, das ist jetzt wohl ein Witz. Das habe ich von der Luftabwehr runtergeholt. Der Helikopter langsamer. Nein. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Ja, schick sie mal dahin. Keine andere Probleme. Ja, und siehst du, schon wieder bin ich irgendwo, wo man was befreien kann. Das könnte sehr knapp werden. Hochziehen, 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 hochziehen. Hochziehen, hochziehen. Okay. So viel zum Thema Hochziehen. Ja, okay, leck mich am Arsch. Ich mach das nicht nochmal. Fliegen ist nicht meins. Helikopter fliegen eventuell, aber wenn ich den richtigen Knopf drücken würde, hätte man das jetzt auch überlebt. Aber der Helikopter ist nicht für die Mission gemacht, ist einfach viel zu langsam. Bin mal gespannt, wo wir jetzt starten. Bitte da am Anfang. Nicht, oh Gott sei Dank. Nicht wieder irgendwo mitten in der Pampa. Okay, das da haben wir gemacht. Das da haben wir gemacht. Das da haben wir gerade toll gemacht. Ja. Da gibt es einen Sprung, aber da springen wir direkt wieder da runter zu. Ich würde sagen, gehen wir mal hier hin. So. Wo ist denn das da hinten? Wow. Skill und so habe ich auf jeden Fall drauf. Was das hier angeht. Seht mal da oben. Tatsächlich. Ich hab mein Patouilles alten Rennwagen. Nico, du bist gewachsen. Komm schon raus, die freuen sich alle. Wo ist denn das Scheißteil? Ist das jetzt ein Schrein oder ist das so ein. Ich will auch so ein Teil. Macht er das? Opa, das nennt sich Technik. Kennst du das nicht? Meinst du, wie dein Gebiss funktioniert? Yes, mal. Hä? Ah, da. Ja, ja, ich verjag doch schon den General. Immer dieses Zwischengeprappel. 12 von 18, schön. Oh Mann, ich dachte, ich schaffe das. Das ist schön gewesen. Aber, also ist ja schon mal geil, sowas zu machen, ne? So ein bisschen Wingsuit-mäßig. Hier gibt es mit Sicherheit was zum Ausgraben. Klassisches Teil, schön. Wie viel fehlen davon noch? 11 von 18. Sieht irgendwie wertvoll aus. Rico, danke für alles. Der bleibt doch liegen. Alter, der chillt sein Leben hier und jetzt habe ich ihn aufgestreckt. Echt leid. So, da oben gibt's noch was. Mein Gott, da machen wir den scheiß Sprint. Den Sprint. Was? Den Sprint. Schanzensprung natürlich. Ja. Moment, ich will mal das Schleudern testen, wenn wir mal. Ich mache immer den Fallschirm auf, aber nie den. Warte, machen wir es mal so. Okay, hat gut funktioniert. Ach so, das.
Schnauze. Ist das ein Weil? Nein. Das ist ein... Ich weiß nicht, was das sein soll. Hä? Hier sind so viele Karren. Ach so, fuck that. Ich will ja gar nichts suchen. Da fahren wir jetzt Waffen. Können wir uns mal aufstocken. So, Munition, Munition, Munition. Schön. Alter, mit die Fresse. Die Karre da hinten. Die will ich. Schick. Umschalt Handbremse, ja, leck mich am Arsch. Scheiß Handbremse. So, wo wollen wir hin? Eben das Gepiepse geht einem ja nur noch auf den Sack. Ich würde das mal testen mit Drift. Okay, etwas zu früh von der Handbremse runtergegangen, aber es hat einigermaßen geklappt. Tschüss, ihr Wichser! Ui! Stuntfahrer. Uneinschließend Totalschaden. Du, Totalschaden hast du nur, wenn du aussteigst, das weißt du, oder? Okay, jetzt da oben waren wir schon. Wir müssen da hin. Jo. Wir haben ja eine Karre, wir können mal ein bisschen fahren. Man muss ja nicht immer nur mit Haken fliegen. Bei diesem Hakenflieh brauchst gar kein Auto eigentlich, ne? Weil du im Hakenflieh schneller unterwegs bist, weil du querfeld ein kannst. Was ist denn passiert? Entschuldigung, kann man Ihnen helfen? Das ist verrückt. Zum Glück ist das nicht mein Auto. Lebt ihr noch oder was mit euch? Da oben ist Konvoirettung. Komm, machen wir mal. Oh, Mimi braucht hier mal einen Haken. Erstmal eine Runde. Fall Rico. Wir haben ein Militärfahrzeug in der Nähe geortet, das gefangene Rebellen transportiert. Bitte befreie sie. Hast du sie? Sowas. Dann schüttel sie ab, damit ihr. Ja, jetzt chill doch mal. Boah. Lächerlich. Ich spreche nicht weg. Barkeeper raus aus deinen Fässern steckt. Alles klar. Boah, ich tue das Ding sicher irgendwo parken. Schufrot. Ich kann einfach irgendwo hin, wo wir ein Ding haben, das er denkt. Die Alarmstufe zurücksetzen. Also da vorne sind noch Kollegen. Ja, zwar nicht hier, aber... Tschüss. Kein Problem. Anders alle. Warte mal, guck mal, das hast. Schön. Oh nein. Oh, das ist keine gute Idee. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Oh nein. Tja, das hat jetzt scheiße gelaufen. Alter, steig doch in die scheiß Karre ein. Oh Mann. Das Ding raucht ja schon. Tja, tut mir leid. Warum lasst ihr euch auch gefangen nehmen? Tja. Selber schuld. Wer bei mir mitfährt, muss damit rechnen, dass er aus Versehen stirbt.
Unschuldige verletzt, willst du mich verarschen? Die haben sich der Rebellion angeschlossen, die müssen wissen, auf was sie sich einlassen. Warum beschwert der sich denn? Die haben doch gewonnen. Autsch. Also ganz ehrlich, allein schon, wenn man überlegt, wie der auf die Fresse fällt manchmal, wäre schon 10.000 Mal gestorben. Aber, naja. Was soll's mich kümmern? Ich beschwere mich doch nur. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo das Teil ist. Das sind Autos. Das ganze Radarsensor im Arsch. Ah, wow. Klassisches Teil, schön. Warte. Hä? Ah, hier. Das nehme ich. Das nehme ich. Kein Artefakt oder was? So, Tab. Kloster. Auf zum nächsten. Komm doch mal zum Essen vorbei. Meine Mutter macht ihn erst wie ein Spaghetti. Piep. Warte. Ein Ravioli-Band. Schön. Tag 300. Meine Vorliebe für Blitzjustiz stärkt meinen Einfluss auf die Männer. Als Zuckerbrot spiele ich den Großzügigen und stelle Geld für den Bau einer Basis in Litutor bereit. Harte Arbeit und klare Ziele verhindern Machtkämpfe. Männer gehorchen, wenn ihre Knochen schmerzen. Mein Wort tritt mehr und mehr an die Stelle der armseligen Phrasen aus der Hauptstadt. Ja, er arbeitet sich nach oben. Das muss man ihm lassen. So. Motorrad, das kann ja nur gut werden. Motorrad fahren. Ja, das hat auch schon keinen Bock. Also ich glaube, in GTA geht's einigermaßen Motorradfahren. Das Problem ist, wenn du bei GTA irgendwo gegenfährst, machst du halt sofort einen Abflug. Das ist halt bei dem nicht so. Oh nein, da vorne ist eine starke Kurve. Lass mal ein bisschen abbremsen. Na, wer hat sich denn das ausgedacht? Ich meine, die Rennen sind ja teilweise machbar, ne? Aber. Hä? Erklär mir das! Ich verstehe diese Karre nicht. Hä? Der hat auf einmal einen Abflug gemacht ohne irgendwas. War das ein Alpha-Wand? Actionmusik und nichts passiert. Naja, wissen wir, fahre ich hier rum. Jetzt müsste was passieren schon. Ah, das ist jetzt wohl ein Witz. Wie willst du denn das überleben? Oh toll, kühner Sprung, schön. Komm. Nein! Nein! Ich bin daneben gefahren! Willst du mich verarschen? Wow. Die drei Zahnräder wären locker drin gewesen. Jetzt sind es nur zwei. Willst du mich verarschen? Ey, mein Gott. Es wären so sicher. Naja, egal. Jetzt fahre ich voll in das Ding rein. Danke dafür. So, wo sind wir? Bestimmt irgendwo, wo ich. Ja, natürlich. Genau. Hier will ich hin. Ne, es war so klar, dass ich irgendwo land. Das haben wir alles noch nicht. Den haben wir gemacht. Den haben wir gemacht. Warte mal.
Hier, genau. Den habe ich jetzt gerade gemacht. Aha, Leute. Also uns fehlt der noch, der noch, der noch. Aber es ist meist Schnellreise, ey. Dass wir da wieder hingereist sind. Sniper-Wahnsinn, schön. Zerstörungswut. In Vigilator Nord ist eine frische Lieferung explosiver Fässer eingetroffen. Ich denke, du solltest ihm mit deiner neuen mit deinem neuen Scharfschützengewehr einen kleinen Besuch abstatten. Na, was haben wir denn hier? Ja, die ist halt geiler, ne? Aber die haben wir leider nicht. Jo, guck mal, ein bisschen Snipen üben. Vielleicht gibt's ja einen Helikopter. Gibt's einen Helikopter? Ja, es gibt einen Helikopter. Alter, da bist du immer fertig. Okay. Wir nehmen den Helikopter, fuck that. Das geht besser als mit einem Kleiderbügel. Ja, das geht vor allem besser als mit einer scheiß Sniper. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Großen an. Wir gucken mal unsere Position. Wenn die auseinanderfällt, gibt es schon mal Punkte. Dann können wir gleich mal nach links und rechts switchen. Ja. Gibst du auf? Du Schlüssel. Was hält denn diese Scheißschüssel aus? Mein Gott. Knallt er schon mit voller Wucht rein. Was brennt mal irgendwas? Ist schon mal gut. Sag mal. Ey, diese Schüsseln, die werde ich nie verstehen, so viel die aushalten. Sag mal, hä? Oh man, das war jetzt nicht so klug. Also irgendwie verstehe ich diese Schüssel nicht. Sind die irgendwie unzerstörbar geworden seit neuestem? Ach, egal. Machen wir halt den Rest. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Mal. Achtmal. Komm schon. Neunmal, da unten ist noch einer. Zehn. Da hinten sitzt noch einer. Elf. Und jetzt noch eine Schüssel. Mann, Alter, hat der einen Wendekreis. Einmal, nochmal. Hoch, 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 hoch. Oh, wir müssen die Einheit da oben mitnehmen, die elektrische. Die meistens sehr viele Punkte. Boah, aber oh, ich komm trotzdem durch. Ja, gut. Voll.
So, warte einen Moment. Schade. Ich dachte, die Elite zerstört noch die Schüssel. Oh, schön mit der Sniper, ne? Ja, ein bisschen geschummelt, ich weiß. Aber hey, was willst du machen? Ach ja. Also mit der Sniper kannst du es ja voll vergessen. Ah, hey, da gibt's einen Helikopter. Ich meine, just course. Einfach so. Es geht halt, ne? Warum soll ich so machen, wie wir wollen, wenn man es anders machen kann? In das nächste. Das müssen wir echt noch üben. Ja, au. Das hat es ziemlich gut definiert. Au. So. Ah, bestimmt hier, oder? Ah, ne, da ist ein Rebellenschrein. Ich sehe schon hier. Ein Rebellenschrein. Und dann haben wir bald alle. 13 von 18, schön. Da unten noch eins. Ansonsten haben wir alles, ne? Ja, sieht ganz doch aus. Zumindest mal irgendwo ein bisschen was gemacht. Und weiter geht's. Das sind diese ganzen Kachen, die da Signal stören. Deswegen müssen wir alles mal Autos sammeln, weil sonst piept das die ganze Zeit. Waren wir hier nicht vorne mit dem Motorrad? Hier kannst du echt fackeln. Schön. Echt fackeln? Tag 350. De Luca, der Brigadegeneral von Porto Sirocco, stand heute bei mir im Büro. Er hat gestern einen Zivilisten überfahren. Ein Jammer, dass auf der Route, die er jeden Abend pünktlich wie ein Uhrwerk nimmt, die Laternen ausgefallen waren. Ich denke, ich sollte der Familie meines Boten mein Beileid ausdrücken. Rein zufällig waren da die Laternen im Arsch. Also das ist ja echt doof, ne? Ich hätte erst voll tanken sollen. Das stimmt, jetzt gibt es nichts mehr zum Tanken. Ach, ich liebe das. So, schauen wir mal. Hier haben wir alles. Das da unten, achso, das ist eh schon alt. Wir haben Lavanda und Fähne noch. Was das hier ist? Gut, gehört das alles da dazu? Hä, nee. Dann müssen wir mal schauen, was das da ist. Ja, was sind das? Die Mission. Von einer neuen Krise bedroht, irgendjemand überfällt wahllos davon, interessiert mit Schelden, denen. Aha. Alter, geht's hier noch. Aha. Was ist das? Stachelrochengebiet? Alter, ist das noch viel. Weißt du, ich denke so, ja, wir haben voll viel schon, dann, ja gut, da gibt's noch ein paar Sachen mehr. Was ist das? Das weiß ich auch nicht. Ein paar kleine Sachen mehr. Aber ansonsten, ich finde, wir tun uns sehr gut durcharbeiten. Also, ne? Und tatsächlich hier alles. Sogar diese beschissenen Kunstflüge, wobei das immer besser funktioniert, muss ich sagen. So, ich würde sagen, ich reiße jetzt mal hin. Und dann können wir nächste Folge direkt mit der Mission starten. Würde mal hier ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Und die nächste werden wir dann sehen, was wir da machen. Ach ja. Oh, ein Boot. Das haben wir safe noch nicht. Ja, war ja klar, dass das Ding jetzt angeht. So, erstmal die scheiß Dinge hier im Arsch machen. Piepsen sonst die ganze Zeit. Diese Babys haften an allem. Das stimmt. So. Schöne Bötchen. Noch irgendwas? Achso, noch nicht gesammelt, ich hab grad, hä?
Mal schauen, ob das Ding nur noch anzeigt. Um. Oh, fuck, das ist ein... Mhm. Tschüss. So, Klappe. Okay, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der fucking nächsten Folge. Wir haben noch ein paar Sachen hier zu tun. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und... Bitte komm. So, jetzt ist die Munition auch schön leer. Und damit, ciao.